Und wir wollen uns das Ganze noch mal näher anschauen, und zwar mit Guido Schmidtke aus der Redaktion hier bei Welt. Ja, also Guido, willkommen im Studio. Es scheint ja irgendwie nicht schwer zu sein, sich da Zugang zur Wasserversorgung zu verschaffen, also da mit Bolzenschneidern Löcher in Zäune zu machen, unabhängig davon, ob es jetzt wirklich eine Vergiftung gegeben hat. Aber wie ist es denn um die kritische Infrastruktur in Deutschland und die Sicherheit bestellt? Also man muss wohl sagen, dass die kritische Infrastruktur in den letzten Jahrzehnten immer weniger geschützt worden ist. Und wenn wir das mal ganz konkret am Beispiel Bundeswehr uns angucken, dann kann man sagen, man musste Geld einsparen und man musste personell auch Einsparungen durchführen, vor allem auch mit der Aussetzung der Wehrpflicht, die weggefallen ist. Und vieles wird inzwischen von zivilen Wachfirmen übernommen mit vergleichsweise reduziertem Personal. Zum Beispiel den Zeiten des Kalten Krieges. Natürlich kann man nicht jede Kaserne mit der anderen vergleichen. Jeder hat ein individuelles Sicherheitskonzept. Und natürlich greift man neben Wachpersonal, die unter anderem auch an der Schusswaffe ausgebildet sind und die Schusswaffe auch einsetzen können, auch auf elektronische Überwachungssysteme zurück. Natürlich sind spezielle Bereiche, wie zum Beispiel die Waffenkammern, wo die Waffen gelagert sind, nochmal elektronisch gesichert. Da haben dann auch nur bestimmte Personen Zugang. Aber grundsätzlich muss man sich ganz einfach vorstellen, wenn ich eine riesen Kaserne habe, einen Luftwaffenstützpunkt mit 10, 20, 30, 40 Kilometern Kasernenumrandung, wenn ich die bestreifen möchte mit Personal zu Fuß, so viel Personal kann ich mir gar nicht leisten, bekomme ich wahrscheinlich auch gar nicht. Also ist letztendlich ist immer so, wenn jemand möchte, dann kommt er wahrscheinlich zumindest auf das Kasernengelände. Er wird nicht in alle Bereiche kommen, weil da auch wieder noch Sicherheitsbereiche sind, Sperrbezirke, wo man nicht so einfach Zugang hat. Das ist die große Problematik. Man hat einfach peu à peu das alles zurückgefahren aus finanziellen und aus personellen Gründen. Ja, und das scheint sich jetzt irgendwie zu rächen. Zumindest werden immer wieder solche Fälle bekannt, möglicherweise eben von Russen, die da Sabotage probieren. Guido, vielen Dank erstmal für diese Einordnung.